Wunderschönen guten Tag zusammen zum Webinar Non-Farm Payrolls Live Trading. Das Ganze natürlich mit Mr. Stereo Trader Dirk Höger himself. Ja, Zahlen 14:30. Ich bin gespannt, was bei rauskommt. Und noch viel spannender ist ja, was der Dirk daraus macht. Denn deshalb sind wir alle hier, um zu sehen, wie der Dirk heute ein bisschen auf die Zahlen reagiert, wie er handelt. Ja, mein Name ist Florian Scharschmidt. Ich darf Sie ganz herzlich im Namen von FX Flat begrüßen. Aber bevor ich an den Dirk übergebe, einmal wie jedes Mal der Risikohinweis. Ja, Sie kennen es alle. Das Webinar dient natürlich wie immer nur zu Schulungs- und Informationszwecken. Ja, bitte verstehen Sie nichts des gleich Gezeigten als Handelsempfehlung oder Anlageberatung. Ganz gleich, wie der Dirk die Zahlen interpretiert, wie er handelt, ob kaufen, verkaufen, vollkommen egal. Ja, schlussendlich müssen Sie immer Ihre eigenen Entscheidungen treffen. Ganz wichtig zu sagen. Gut, dann sind alle soweit gebrieft. Dann würde ich sagen, Dirk, Moderator ändern, Dirk Hilger oder eigentlicher Mr. Stereo Trader. Dann würde ich sagen, wenn was sein sollte, ich bin da, ich halte ja Händchen, so wie immer, ne, damit du nicht nervös wirst und viel Erfolg. Ja, das brauche ich auch. Mr. Stereo Trader klingt immer, als hätte ich irgendwas gewonnen. Das ist etwas ein bisschen albern. Als hätte es einen Wettbewerb gegeben und ich hätte es gemacht. So ungefähr. Okay. Nice. So, dann sage ich an der Stelle auch mal Tag, hallo und herzlich willkommen. Ich schalte hier mal um auf meinen Kameraschirm. So, Tag. Hier ist er. Hier bin ich. Schön, dass wir heute wieder alle hier zusammen sind zum monatlichen NFP, so hoffe ich doch, Live-Trading-Webinar. Hier mit meiner Wenigkeit und veranstaltet von FX Flat und Händchen haltend heute, wie wir schon gehört haben, der Florian. So, ich hoffe, es geht euch allen gut. Und ich sehe auch, sind auch einige hier, ein paar kommen immer noch rein. Das ist immer so ein bisschen bei dem, wenn das Wetter zu schön ist. Ist es ja auch gerne mal irgendwie so, hat man ja auch schon mal was anderes zu tun. Aber NFP-Webinar freut mich immer, vor allen Dingen auch deswegen, weil halt immer richtig viel los ist und das sieht auch erstmal heute nicht anders aus. So, wie immer gilt, ihr dürft gerne euren Input geben, Fragen stellen und nur nicht böse sein, wenn ich halt nicht irgendwie alles aufgreifen kann oder nicht sofort. Ne, vor allen Dingen mitten im Trade ist dann halt schon mal ein bisschen schwierig. Ich hoffe, dass ich hier einen Trade hinkriegen werde, auch wenn der Markt gerade so ein bisschen undurchsichtig ist im Moment erstmal. Aber vielleicht werden wir irgendwie gleich rausfinden, was er vorhat. Wie der Florian auch schon gesagt hat, ne, immer ganz, ganz wichtig, nicht einfach nachhandeln, auch wenn es irgendwie meistens aufgeht. Aber das heißt nicht, dass es immer so ist. Und wenn man dann halt eben genau den erwischt hat, wo es dann halt eben nicht aufgeht, oder das ist immer das Hauptproblem, das sage ich vor allen Dingen den Anfängern, die hier dabei sind. Ich bin ja in dem Webinar darauf angewiesen, dass ich einen Trade zustande kriege, der dann auch im Webinar möglichst dann im Plus endet. So, wenn aber dann irgendwie das Zeitfenster nicht reicht oder wenn der Markt einfach keinen Bock mehr hat, sich nicht mehr bewegt und dann hängen wir möglicherweise einen Trade drin, der dann vielleicht nachher zwar noch irgendwie aufgeht, den ich aber dann hier nicht mehr zu Ende führen kann. Deswegen bitte nicht einfach blind nachtraden. Trotzdem darf man natürlich gerne das, was ich sage, irgendwie zum Anlass nehmen. Das sind die eigenen Überlegungen mit einfließen zu lassen. Da spricht natürlich überhaupt nichts dagegen. Und wenn es einer nicht lassen kann, dann kann ich es natürlich auch nicht ändern. Ne? Klar. So, ich gehe mal rüber auf den Schirm hier in der Übersicht. Ich fange heute mal an mit dem Stundenchart und würde dann eher nachher, wenn wir ein bisschen Zeit haben, nochmal irgendwie aufs große Bild dann gehen, um mal zu sehen, was der Markt im Großen und Ganzen vorhat. Jetzt geht es ja erstmal darum, hier die News in irgendeiner Form mitzunehmen und meine Devise ist ja immer die gleiche. Der Inhalt der News ist völlig Wumpe, weil letzten Endes ist der Markt dünn und dann können genau die nämlich den Markt in die Richtung schieben, die das nötige Kleingeld haben, wohin auch immer sie wollen. So, und das heißt nicht, wenn die News gut sind, geht der Markt rauf und wenn sie schlecht sind, geht er runter. Das ist Quatsch. Ja, das mag vielleicht dann halt irgendwie im Long Term nochmal irgendwo Sinn machen, aber auf gar keinen Fall in dem Moment, wo die News kommen. Ja, und es ist auch nicht so, das lese ich halt auch immer wieder. Das finde ich immer total. Ich denke so, woher kommt das oder wer kann das belegen nach dem Motto, ja, die erste Richtung ist die falsche. Stimmt auch nicht. Also haben wir auch schon alles ganz anders gesehen und dass es dann halt eben doch einfach weiterläuft. Ne? Und das sind immer so Ansätze, die finde ich immer so ein bisschen schwierig bis bedenklich. So, also hier die Stunde. Ne? Hier auf der rechten Seite der Dow. Ich habe übrigens das Live-Chart, das Add-on, das könnt ihr euch installieren. Heute für das Webinar mal wieder freigegeben ohne Lizenz. Das heißt also, auch wenn man keine Lizenz hat und installiert sich das Live-Chart-Add-on, dann sieht man genau das Bild, das ich hier auch habe, sowohl für DAX als auch für DAU. Das werde ich nach dem Webinar wieder deaktivieren. Dann ist es dann halt natürlich wieder nur für die, die auch die
Lizenz haben. Das heißt, also die Linien, die ich hier einzeichne, die sieht man dann halt eben in Echtzeit oder mit ein paar Sekunden Verzögerung und so, dass man einfach das gleiche Bild hat. Das hat die Tage, ich habe es die Tage wirklich auch recht häufig gepflegt, beziehungsweise geupdatet, man weiß es nicht so genau, wie es heißt. Und das hat eigentlich alles sehr, sehr gut gepasst, die ganzen Levels. Und die sich da hier so ergeben haben. Also ich bleibe jetzt erstmal kurz hier beim DAO, wobei ich den DAX heute schon fast interessanter fand oder zumindest wesentlich einfacher zu handeln als der DAO, auch wenn er mich heute Morgen ein paar Euro gekostet hat, aber die habe ich mir danach wieder geholt. So, der DAO will nach oben, ja. So, das ist mal so ein Punkt, glaube ich, den man oder eine Aussage, die man so stehen lassen kann. Er will nach oben. Das heißt aber nicht, dass das einfach so funktioniert. Und das heißt wiederum nicht, dass ich hier einfach Short dagegen halte. Das werde ich nicht tun. Vorher wollte ich fast noch in die Gruppe schreiben, so sollen wir hier schon mal long gehen um 14 Uhr, weil das irgendwie abzusehen war, dass er ab hier wieder nach oben drückt. Und klar, wenn wir jetzt schon hier irgendwie, weiß nicht, 30 Punkte vorne liegen würde, wäre es natürlich jetzt schon nicht so schlecht, ja. Also er läuft halt hier in den Widerstandsbereich rein. Ich habe halt hier die 702, die ist ganz dünn da oben, die in Rot markiert, also gestern schon, da warte ich eigentlich die ganze Zeit drauf, dass der die endlich mal voll macht. Und dann muss man halt mal sehen, was passiert. Was mir nicht gefällt für Long, und deswegen glaube ich eigentlich eher, dass wir halt möglicherweise zwar zu den NFPs einen Long-Impuls kriegen, der vielleicht nicht weit kommt. Was mir halt nicht gefällt, ist, also gestern habe ich ja auch gesagt, ne, Vorsicht mit Short, das schlägt irgendwann in die andere Richtung und so war es dann auch. Ich habe ja auch ein paar Trades dazu gepostet, ob das dann heute auch nochmal so einfach wird. Ich wage es so ein bisschen zu bezweifeln. Gestern war es wirklich einfach, finde ich. So, er hat also hier unten sieht man, ne, irgendwo, das sieht man im Daily, sieht man jetzt hier im H1 nicht. 262, die hatte ich auch im Blog gestern erwähnt, da ist er abgeprallt. Ja, ein bisschen drüber, klar, im Daily kommt es nicht auf 50 Punkte an. Und schwingt sich dann hier über diesen Bereich und hier oben sieht man die ganze Zeit, man hat hier. War halt hier Widerstand an der Stelle. So, und ist er drüber gelaufen und wie immer, ne, er ist einfach durchgelaufen. Hat zwar hier mit einer Stundenkerze mal kurz zurückgesetzt, finde ich ein bisschen wenig. Deswegen Long, ja, mein Wunsch-Entry wäre aber dann eher hier unten in dem Bereich unter der 31.500. Und da stehen wir jetzt irgendwie 150 Punkte drüber. Und ich tue mir so ein bisschen schwer damit zu glauben, dass der Markt hier jetzt einfach so nach oben weiterläuft und auch durchkommt. Wie gesagt, Impuls rauf, ja, glaube ich schon. Die Frage ist, bis wohin? Wenn man das Ganze sich mal irgendwie rein markttechnisch anguckt, also einfach nur mal so die markanten Punkte sich rausnimmt, also wie zum Beispiel das hier, dann wäre da natürlich ordentlich Platz, ne, bis 31.200 darauf. Das ist natürlich eine ordentliche Strecke. Möglich ist alles, ja. Also kann auch sein, dass jetzt einfach zu den NFPs 500 Punkte rauflaufen. Dann werde ich ziemlich dumm aus der Wäsche gucken, weil ich dann halt nämlich höchstwahrscheinlich nicht dabei sein werde, weil ich hier nicht ohne weiteres ein Entry finde. Also er drückt ja immer noch weiter nach oben. Ne? Das heißt, ab dem Zeitpunkt, wo ich gesagt habe, ja, läuft drauf, hätte man auch glatt schon long gehen können, würde jetzt auch schon wieder 10 Punkte vorne liegen. Aber einfach reinspringen ist natürlich gerade bei News auch nicht unbedingt so clever. Ne? So, und jetzt kommt er hier auch an die 702 dran und könnte jetzt natürlich auch sein, dass das jetzt gleich einfach nur zum Anlass genommen wird, dann doch erstmal unten Luft zu holen. Wie gesagt, mir steht er so ein bisschen zu sehr in der Luft oben rum. Ich habe auch hier mal das Volumen eingeblendet, auch wenn es jetzt hier nur Tickvolumen ist, es passt trotzdem relativ genau zum eigentlichen Volumen. Und da sehen wir halt hier vor allen Dingen zum Beispiel einen Point of Control von vorgestern. Den mache ich mal irgendwie hier mal kurz orange, damit man den mal ein bisschen deutlicher hier wahrnimmt. Das wäre dann mal gelb. Das ist ja egal, er muss ja nicht schön sein, er muss nur sichtbar sein. Ne? Also hier unter die 780, hier 770. Ne? Das heißt, dort würden wir in den Volumenbereich reinlaufen von vorgestern. Und das wäre dann auch so die erste Anlaufstelle und auch die erste mögliche, der erste mögliche Umkehrpunkt. Ja? Weil wenn es halt hier oben dünn wird, da nichts mehr nachkommt, dann fallen wir halt auch ganz schnell wieder zurück. Ne? So, aber wie gesagt, das ist jetzt erstmal eine Annahme. Ich werde es wahrscheinlich nicht hinkriegen, hier direkt ad hoc irgendwie einen Trade aufzumachen. Es sei denn, ich sehe gleich irgendwie halt eine Nummer kleiner, nochmal was anderes. Und wo ich dann sage, na gut, da kommt man rein. Ne? Was jetzt halt hier gerade deutlich wird, wenn auch nur minimal, aber ist halt schon, ne, hier die 702, das
das obere Stück hat noch gefehlt die ganze Zeit. Ja. Aber wie gesagt, warten wir mal ab, was das Ganze werden soll. Generell, wie gesagt, bis da oben hin ist, wäre das Max, 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 Maximum. Kann ich auch mal irgendwie einzeichnen, hier oben dieser Bereich. Ne, das wäre so das Allerärgste. Und ansonsten Long, ja gerne, aber nicht unbedingt hier. Oder wenn, dann muss man es halt ganz eng absichern, weil das kann man nicht ohne weiteres laufen lassen. Da gibt es halt immer wieder irgendwie dann doch einen Rücksetzer dahin. Wie gesagt, ich bleibe jetzt erstmal kurz hier im DAO. DAX machen wir gleich. Der hat hier sein Programm schon ganz gut absolviert, hier oben hängen geblieben. Aber den würde ich mir jetzt hier auch nicht unbedingt schnappen wollen, sondern dann halt eher den DAO, wenn ich ihn denn gefangen kriege. So, ich gehe jetzt mal rüber auf den anderen Schirm, also hier auf den Handelsschirm. Und bin jetzt hier im DAX, da will ich natürlich nicht hin, ich will ja in den DAO. Komm schon. Will er nicht. So, in den DAO. Und mal gucken, ob wir den jetzt hier im kleinen Timeframe gefangen kriegen. Ich schalte hier mal um auf den M1 erstmal. Ja, ich hab, wie immer richtet sich das jetzt auch an die Neulinge nochmal. Also hier ist der M5 hier oben. Da, ich hoffe, man kann die Maus ja erkennen. Da ist der M15, H1 und der Daily. Ja, weil ich halt schon immer wichtig finde, dass man irgendwie alles im Blick hält. So, wenn ich das Flux hier anmache, dann sieht man eben auch, dass der Trend überall long ist. Ne? Also von M5, M15 bis H1 ist alles long. Der Daily natürlich nicht. Der spielt aber jetzt erstmal noch keine Rolle. Das heißt, wir haben schon noch einen Aufwärtsdruck und wenn der erste anfängt zu kippen, dann kann man auch mal drüber nachdenken, dann halt irgendwie da halt reinzugehen in die andere Richtung. Ja, da muss man halt jetzt wirklich dann auf Zack sein, wenn er es macht. Ja, wie gesagt, es ist nicht gesagt, dass wir jetzt runtergehen. Was ich halt ja gerade gesagt habe, ist hier oben die 702. Die ist hier im M15, ist die auch markiert. Ich hoffe, das ist alles nicht zu klein, aber ich brauche jetzt erstmal hier die Übersicht, bevor ich das halt nachher dann halt ein bisschen deutlicher mache. So, da sind wir jetzt abgeprallt, ganz, ganz sauber. Und es könnte einfach sein, dass das jetzt einfach nur das fehlende Stück war und wir jetzt doch dann halt in Richtung Süden gehen, um dann Anlauf zu holen, um dann halt eben nochmal versuchen, die Oberseite zu knacken. Also was dann am Ende des Tages rauskommt, das steht natürlich auch nochmal auf einem völlig anderen Blatt. Und das ist klar, soweit bin ich noch nicht. Das gucken wir uns dann gleich nochmal an, weil wir heute nicht nur den Tag dann halt abschließen, sondern auch halt die Woche und auch die erste Woche des Monats. Ja. Und das heißt, das hat schon immer so ein bisschen ja, vom Charakter, so einen richtungsweisenden Charakter, finde ich. Ja. Also und deswegen ist es halt auch immer legitim, wenn wir da halt so ein bisschen mehr Ausschlag haben. So, man sieht jetzt hier, ne, also auch für die, die das noch nie gesehen haben, warum der Markt leicht springt, liegt daran, hier sehen wir das Orderbuch, ne, hier diese kleinen Striche hier überall. Und es wird gerade immer dünner. Ja? Das heißt, man hat hier richtige Löcher jetzt schon drin, richtige Gaps. Und das heißt, sobald hier jetzt einer auch nur einen Kontrakt irgendwie kauft, verkauft oder wie auch immer, und da gibt es halt direkt massiv Bewegung. Ne? Und das ist eben der Grund, warum bei News meistens der Punk abgeht. Ne? Das heißt nicht, dass da wahnsinnig viel durchgeballert wird, sondern eher halt, dass es halt einfach sehr, sehr dünn ist. Und das ist damit gemeint. Das ist ein dünnes Volumen. Und da geht es dann halt natürlich auch mit ein paar Positionen relativ durch. Hätte ich jetzt hier irgendwie 50 Future-Kontrakte, ja, Kontrakte und würde shorten, wird das Ding hier unten rauskippen. Ja. So, das hilft mir aber nicht, weil ich müsste ja auch, um das dann irgendwo zu realisieren und daraus Gewinn zu schlagen, müsste ich auch wieder zurückkaufen. Das heißt, kaufe ich dann nochmal 50 rauf, dann steht das Ding ja wieder genau da, wo ich angefangen habe. Ja, nur mal so generell zum Verständnis. Aber das sieht schon aus, als würden wir gleich schon eine amtliche Bewegung hier kriegen. So dünn, wie das gerade wird hier und schon deutlich vorher, bin mal gespannt, was das jetzt wird. Wie gesagt, es wird nicht einfach sein. So, guck's dir seine an. Also das war auf jeden Fall schon mal richtig eingeschätzt, ne, dass die Bewegung amtlich wird, aber da komme ich nicht rein. Das war zu krass. Ne? Aber das lag jetzt einfach daran, weil das Buch halt einfach viel zu dünn war. Ne? Das ist heftig. Das haben wir schon lange nicht mehr gesehen, sowas. So, wie gesagt, da reinkommen.
wird man wohl warten müssen, bis sich das Ganze sich ein bisschen beruhigt, oder machst du halt irgendwie mit einer Pipi-Position, ja, und irgendwie in einem Stop von, keine Ahnung, 100 Punkten, mal als Beispiel, und guck da mal, was man da reißen kann. Also hier im Daily sehen wir zumindest, ne, hier der grüne Bereich, das ist halt das Gap. Quatsch, das ist der alte Support-Bereich, ist nicht das Gap. 815. Mal gucken, was ich da eingezeichnet habe. Das ist ein bisschen wild, auch für meinen, also nicht für meinen Geschmack, ja. Aber jetzt hier einfach mal einen Trade aufmachen. Ne? Das ist ein bisschen arg. So, die 861. Ich muss jetzt mal ganz schnell hier rübergehen aufs andere Bild. 86, ne, hier sind wir. So, hier durch den Point of Control durch, 861. Und da wäre wirklich halt, da oben wäre wirklich das absolute Maximum, ne? Wäre natürlich ein bisschen heftig. Aber gucken wir mal, was da jetzt passiert. Also der DAX sieht man jetzt interessanterweise, ist genau ans nächste Level gelaufen, hier bei der 862, wirklich auf den Tick genau. Da ist es die 861. Da würde tatsächlich noch ein Punkt fehlen. Alter Schwede, das ist eine Bewegung. Aber ja, das hat, also ich meine, grundsätzlich finde ich das ja super, ja, wenn es halt irgendwie so knallt, aber ich finde es natürlich viel superer, wenn ich dann halt auch dabei bin, ne? Aber das war ja gerade wirklich nicht zu machen. Also da halt irgendwo eine Position. Klar hätte man natürlich als Stop-Order irgendwo hinlegen können, aber wenn das jedes Mal so wäre, dann wäre es ja egal. Dann würde man irgendwo eine Stop hinlegen und lässt sich dann in irgendeine Richtung mitreißen und dann ist gut, ne? Aber das ist jetzt nicht unbedingt die Regel. So, ich gehe mal nochmal zurück hier auf den anderen Schirm. Hätten wir doch den DAX handeln können. Von da oben, aber okay. So, mal gucken, ob wir da irgendwas reißen können. Also wir haben hier halt auch noch einen Pivot-Point. Muss hier der M15, muss ich mal raffen, da sieht ja nichts mehr. Einen Pivot-Point, das Ding drückt nach oben, folgt dann zumindest auch schon mal dem, was der Markt eigentlich auch die ganze Zeit wollte, was man auch gesehen hat. Er will rauf. Und jetzt ging es natürlich dann halt auch. Vorher war das nicht so ohne weiteres möglich. So, aber jetzt trotzdem hier long, auch schwierig. Also, ich mich ja natürlich, ich meine, wer hier nicht zum ersten Mal dabei ist, der weiß das ja auch. Ne? Also, ich drücke mich bestimmt nicht drum, irgendwie hier einen Trade aufzumachen. Ganz im Gegenteil. Aber trotzdem muss es ja irgendwie Sinn ergeben. Ne? Das heißt, ich brauche irgendwo irgendeinen Punkt, wo halt sich auch nach meinem Dafürhalten ein anderer Händler, der ein bisschen größer unterwegs ist als ich, auch positionieren würde. Und den versuche ich dann natürlich zu erwischen. So, wenn man dann halt jetzt im kleinen Timeframe mal bleibt, jetzt hier erstmal den M1, was anderes brauche ich hier gar nicht aufzumachen, dann würde ich halt hier unter dieser Kerze, ja, da würde ich ja halt versuchen, nochmal irgendwie long reinzukommen. Am liebsten natürlich hier irgendwo auf den letzten Widerständen. Ich mal kurz hier die Trades aus. Auf den letzten Widerständen hier oben. Aber das ist natürlich jetzt viel zu tief gegriffen. Das wäre schon die Value Area. Ne? Also das natürlich, das wird mir nicht gelingen. Weil den Gefallen wird er mir nicht tun. Außerdem wäre es auch zu tief. Dann wäre jetzt eigentlich eher schon der Long Run wieder in Gefahr. Also wie gesagt, wenn man reinspringen will, sollte man das mit, also sowieso keine Empfehlung, ja, aber dann muss man es mit einem vernünftigen Stop machen. Und ansonsten wird das Ganze eher nichts werden. Gehe ich nach dem Live-Chart, also hier nach meinen Levels, wäre das nächste die untere 782. Gucken, wo wir sind. Das wäre hier in dem Bereich. Das ist recht genau dort, wo wir hier im M1 so eine kleine Range ausbilden. Ich wäre aber eher ein Freund davon, eine Etage tiefer zu gehen. Und vielleicht kriegen wir hier den SMA 20 oder irgend sowas. Müssen wir mal gucken. Ne? Also, wenn man jetzt hier als Beispiel halt dann Position hinsetzt und der kommt nochmal zurück. Und dass wir das irgendwo halt dann als Anlaufstelle dann halt kriegen. Ne? Also, hier dagegen halten würde ich nicht. Ne? Also, auch das ist keine Empfehlung. Ich sage nur, ich würde es nicht machen. Ich plane es nicht. Nicht ohne weiteres. Ne? Also, wenn wir jetzt auf der anderen Seite hier oben über die 861 laufen, was jetzt einfach erstmal nur bei mir ein Level im Live-Chart ist und dort halt irgendwo eine Reaktion kriegen, dann wäre ich da eher ein Freund davon, dann das halt mal zu versuchen und dann halt ein paar Punkte rückwärts dabei zu sein. Also das wäre dann halt hier die 862. 1.
So, zeichne ich mir mal ein und mal guck mal, was da passiert. Verdächtig immer so ein bisschen, wenn er halt, also weil meistens funktioniert das Zeug ja recht genau. So, und ich weiß halt aus Erfahrung, wenn es irgendwie kurz vorher bremst, dann ist es oft so, dass es halt nochmal irgendwie mit Attacke und dann eher nochmal in Angriff genommen wird und dann halt auch oft eben durchfliegt. No. So. Wer ist bei 860 Short gegangen? Also no, nachträglich bringt das ja natürlich nichts. No. Das ist klar. Und 860 im Dow hatten wir auch noch nicht. Im DAX hatten wir die 862. No? Also die war natürlich echt gut. Aber da waren wir halt nicht. Und also ich jetzt zumindest nicht. No? So, und das Ding ist halt immer, ne, mit, ich sag mal so rein psychologisch, ne, wundert mich das irgendwie gar nicht, ja, nach irgendwie dem Zinsschreck da halt letztens, ne, und sowieso ich finde es halt immer alles, ich weiß nicht, ob spooky der richtige Ausdruck ist, aber irgendwie, es passt halt leider immer so brutal perfekt alles ins Bild rein. Auch jetzt hier, ne, gestern schon gesagt, ja, das Ding, ne, eher drunter eher nicht, sondern eher halt damit rechnen, dass halt, dass es long geht. Und ich war ja gestern auch nur long unterwegs. Und heute kommt dann halt auch wieder dann halt irgendwie News, die den Markt erstmal nach oben befördern. Ne. Schon lustig, wie es immer alles zusammenpasst. Und als hätte man irgendwie gesagt, naja gut, ich meine, ist natürlich nicht der Fall, ja. Aber als hätte jetzt irgendjemand gesagt, ja, jetzt haben wir es schon irgendwie alle mürbe gemacht mit den Zinsen. Dann geben wir ihnen wenigstens gute Arbeitsmarktdaten. Deswegen, das meinte ich gerade, wenn man das irgendwie mal rein psychologisch halt so sehen möchte. Aber ist natürlich auch ein bisschen vermessen, ne, und tricky. So, also wir sind jetzt hier über dieses Level drüber. Einmal kurz drauf gestochen und jetzt bin ich mal gespannt, ob der wirklich da drüber schieben will oder ob wir da nicht doch eine Reaktion jetzt kriegen. Und dann würde ich da halt versuchen, tatsächlich erstmal ein Stück rückwärts mit dabei zu sein, wenn er es denn macht. Ne? Ich weiß es nicht. Im Moment macht das noch nicht. Ich sehe noch keinen Grund, irgendwie da jetzt Short drauf zu drücken. Das Buch sagt ja irgendwie auch nichts, relativ ausgeglichen alles. Nichts zu erkennen. Ne? Außer er macht jetzt halt hier irgendwie einen Satz nach unten. Und dann würde ich halt versuchen, im Rücklauf dann halt nochmal mitzugehen. So, schließt auch hier genau in der 861. Das heißt, der Markt hat die auch erkannt. Ne? Das ist also erstmal nichts, was ich mir einbilde. So, sowas halt. Ne? Aber also, wenn ich jetzt drauf drücke, nicht nachmachen. Bitte echt nicht. Ne? Das ist erstmal nur eine Annahme. Mehr nicht, dass wir jetzt halt hier erstmal korrigieren. Ich würde den auch ein bisschen skalieren, nicht zu knapp machen. Mehr ist es nicht. Ne? Nur eine Annahme. Es ist nicht gesagt, dass wir jetzt darunter fallen. Trotzdem könnte ich mir vorstellen, dass wir hier irgendwo einmal hier unter die Range da irgendwo unten ansetzen. Ja, bevor der Markt dann halt irgendwie nochmal richtig hochzieht. Wäre denkbar. Ja. Kann auch genauso gut sein, dass wir jetzt hier einfach rausfliegen. Dann ist es halt so. Ne? Aber Long hier oben halte ich halt generell für ein bisschen ungünstig. Ne? So, die Zeit ein bisschen im Auge behalten. So, die Minutenkerze ist um. Die hat nichts gerissen. Gar nichts. Also. Wir müssen ja zumindest mal irgendwie unter die nächste Minutenkerze drunter. Von daher hätte ich den jetzt eigentlich auch schon wieder auflösen müssen. Weil jetzt ist die Chance relativ groß, dass halt nach oben weggekickt wird. Ne? Also hier sieht man die Minutenkerze. Der einzige Vorteil ist noch, die hängt halt hier so. Hier ist ein kleines Gap dann eben auch. Sowas wird meistens sehr, sehr schnell geschlossen. Und dann muss man gucken, wenn wir jetzt da runterkommen sollten, dass ich halt dann zumindest irgendwie das Ding sofort Break-Even stelle und dann halt sehe, entweder dann halt irgendwie mit plus eins dann halt rauskomme. Und falls er Lust hat durchzulaufen, dann läuft er halt durch. Ne? Weiß ich aber nicht, ich habe hier Break-Even Safe auf 20 eingestellt. Das würde sowieso passen. Aber trotzdem weiß ich nicht, kann immer noch sein, weil wir hier eben in der Minutenkerze nichts gerissen haben, dass wir trotzdem jetzt hier einfach oben rausfliegen. So, macht er nicht. Also, Gap wird in Angriff genommen. Trade ist Break-Even und jetzt entweder kommt da jetzt was hinterher oder fliegt halt hier raus mit irgendwie 2 Punkten. Ne? So, mehr kann ich aber für meine Begriffe auch jetzt erstmal nicht machen, außer ich sage jetzt so, ah, ich bin unfehlbar, der geht sowieso runter, halte ich für einen großen Fehler. Ja, und weil ich weiß es nicht, ne? Nur weil ich jetzt hier eine Reaktion habe an der 861, das ist auch erstmal gut, er bleibt auch drunter. Trotzdem weiß ich nicht, ob das jetzt ausreicht. Mir fehlt immer noch hier, habe ich gerade gesagt, Skept zu, ist es nicht, ne? Es fehlt immer noch.
Und also das ist schon recht wahrscheinlich, dass es gleich nochmal kommt. Das heißt, man könnte den jetzt auch nochmal aufmachen. Aber trotzdem fehlt mir so ein bisschen der Druck halt, ne? Und hier fehlt auch irgendwie nur fast nichts, ne? Um da halt drüber zu kommen. Aber grundsätzlich, was waren das jetzt? 2 Punkte plus oder so, ne? Oder 5. Ja, ich habe es, glaube ich, auf 5 Punkte eingestellt. Aber mir ist das noch so ein bisschen nicht geheuer hier, ne? Also der M5 macht zwar kürzere Kerzen hier oben, aber mehr halt auch noch nicht, ne? So, also zumindest mal ist das, was ich gesagt habe, richtig. Hierhin kommen wir. Das ist recht wahrscheinlich. So, ich hätte den natürlich auch mal irgendwie kurz aushalten können, aber okay. So, und jetzt kommt es darauf an, ob das Gap halt gleich zugemacht wird oder nicht. Und dann halt mal sehen, wie die Minutenkerze endet. Vielleicht kommen wir dann halt da auch nochmal rein. Ne? Was? Doch, alle rein. Was? Der Ingolf. So. Also bei der M15, ne, das ist auch immer so der erste fettere Impuls, ne, also beziehungsweise so die erste größere Zeiteinheit, die ja dann halt irgendwie auch endet. Aber ich finde es eigentlich, hätte ich schon ein bisschen geduldiger sein können, aber ich habe da so ein bisschen mein Handelsansatz auch geändert, muss ich halt auch gestehen. Ne. Vorher hätte ich, glaube ich, echt gesagt, so, ey, ich bleib da drin, der macht das schon. Aber ich bin mittlerweile eigentlich eher der Freund davon geworden, dann mal irgendwie abzuwarten, was der Markt macht. Aber man sieht schon sehr, sehr, sehr deutlich hier, ne? Also der Markt hat die antizipiert auf jeden Fall, die 861 oder nicht antizipiert, besser gesagt, ich habe sie richtig eingeschätzt, richtig hingezeichnet. Das war nicht ganz falsch, ne? Das war schon recht genau da oben. Da hätten wir natürlich jetzt schon irgendwie 40 Punkte relativ stressfrei mal machen können. Aber mir hat einfach der Trigger gefehlt. Mit Trigger meine ich halt irgendwie einen Grund, dann halt irgendwie mit dabei zu sein. Und ich würde dann tatsächlich eher nochmal versuchen, auf der Unterseite nochmal reinzukommen. In dem Bereich, wo ich vorhin halt meinte, das könnte eigentlich funktionieren. Wobei wir jetzt hier eigentlich schon relativ deutlich im M1 jetzt auch ein Short-Signal haben. Aber jetzt habe ich natürlich hier wieder, müsste ich mit 50 Punkten Stop da halt irgendwo reingehen. Und das finde ich natürlich ein bisschen schwierig. Also insgesamt ist die Vola halt echt so exorbitant hoch heute zu den NFPs. Grundsätzlich das, was man sich ja wünscht. Wenn man nicht so drauf eingestellt ist, ist natürlich auch das, was einen dann erstmal so ein bisschen, ich will es nicht sagen, überfordert, aber man so ein bisschen umdenken muss. Ne? Also das wäre schon sauber gewesen. Also wer die 861 gemacht hat und noch drin ist, Glückwunsch. Ne? So. So, also, was habe ich vorhin gesagt? SMA 20, ne? Im M1 als Beispiel. Den hätten wir hier. Ich würde aber erstmal trotzdem ein Stück weit tiefer gehen. Ne, weil wir hier halt so die erste Range hatten. Mal gucken, ob wir da ein bisschen Reaktion nochmal kriegen oder halt nicht. Ne, man kann natürlich jetzt auch hier direkt irgendwie dran gehen. Das wäre jetzt so die erste Anlaufstelle, das letzte Tief, ne? Da könnte man auch irgendwie sagen, gut, geht man direkt rein, aber für ein paar Punkte reicht es auf jeden Fall. Aber im M5, der gerade noch läuft, drückt er gerade schon so ein bisschen arg. Deswegen warte ich da jetzt mal kurz. Und gucken, vielleicht kommt da irgendwie noch ein kleiner Hüpfer nach unten, eine kleine Übertreibung. Erstmal hier unter die Range und dann würde man da halt ein bisschen besser reinkommen. Ne? So, also die 15 Minuten sind gleich um. Drückt sich hier irgendwie, versucht sich gerade so drunter zu drücken, jetzt hier unter diese Range. Bin mal gespannt. Ich hoffe, das ist eine gute Idee, was ich hier mache. Aber hier haben wir im Orderbuch so ein bisschen Überhang auf der Short-Seite. So, aber Limit Pullback reißt das Ganze erstmal raus. Auch wenn man jetzt irgendwie sagt, gut, ich soll vielleicht mal weniger reden. Ich wollte nämlich gerade sagen, auch wenn man es hier sagt, gut, dann nehme ich einfach 10 Punkte mit, die hätte ich nämlich gerade schon gehabt. So, erstmal absichern, weil ich natürlich jetzt hier erstmal komplett dagegen halte, gegen den Impuls. Gucken wir den kriegen. Einfach mit dem TE-Trail, genau, einfach so ein paar Punkte und fertig ist.
So, weil ich weiß ja natürlich jetzt nicht, ne, ob der jetzt halt nochmal ein Stück weiter, weil mir hat er ein bisschen tief hier unten geschlossen. Ne? Trotzdem, na, ich meine, hier im M5 sieht es wirklich ein bisschen dumm aus. Aber im M15 ist es natürlich jetzt halt so der Nachimpuls. Das heißt, damit ist gemeint, die erste Kerze war grün, also weiß in meinem Fall. Und dann kommt halt eigentlich in der Regel dann auch, wenn die dann abgeschlossen ist, direkt so ein Nachrenner. Und das war halt der. Ne? Dazu hat es jetzt ganz gut gepasst. Trotzdem weiß ich aber nicht, ob wir von hier jetzt wirklich nochmal raufkommen. Ne? Grundsätzlich passt es halt zu dem, was ich vorhin sagte. Ne? Also ich würde versuchen, hier unter diesem, da drunter irgendwo halt einen Long aufzumachen. Einfach auch, weil es in der Regel nicht so ist. Ne? Es guckt dann irgendwie 10 Punkte drunter und dann fällt es einfach weiter. Sondern oft ist es ja auch so, ist dann eine Übertreibung, dann wird hier erstmal aufgelöst und dann geht das ganze Ding halt wieder zurück. Passt schon. Ne? So. Aber kann man machen. Ne? So. Und aber was mir jetzt halt nicht gefällt oder warum ich jetzt nicht dran festhalte, ist einfach das Bild, was wir hier im M5 haben. So, wenn ich das mal anguckt, ne? Ja, die 861 wäre schon gut gewesen. Also verdammt, im Nachhinein wären es halt irgendwie 100 Punkte gewesen, die man hier ganz, ganz bequem hätte dann doch einstecken können. Aber okay. So, das meinte ich, was er jetzt hier gerade macht, ne? Der M5, die ist ein bisschen zu arg, also die letzten 5 Minuten. Und die kriegt auch ihren Nachimpuls, genau wie der M15. Und deswegen bleibe ich da nicht dran, ne? Weil ich glaube halt, dass wir eher da nochmal eine Etage tiefer laufen, da nochmal irgendwie fast auf Anfang gehen. Und dann dort nochmal gucken, was dann halt eben passiert. Ne? Das finde ich so ein bisschen plausibler. Das heißt, hier haben wir auch ein ordentliches Gap gerissen an der Stelle. Da ist natürlich viel interessanter, ne? Für den Markt, da halt mal zu sehen, was dort halt eben abgeht. So, das sehen aber auch andere. Das heißt, man kann auch hier vorher halt nochmal Punkte finden, wo man dann sagt, gut, da halte ich da mal irgendwie nochmal kurz Long dagegen. Ne? Wie zum Beispiel hier das VAH als Beispiel. Das wäre jetzt so eine Stelle, die halt schon funktionieren könnte, lasse ich mal liegen. Mal gucken, ob das für ein paar Punkte nochmal reicht. Und das war die Area High. Bin ich ja natürlich auch nicht der Einzige, der es sieht. Ne? Man muss ja immer so ein bisschen um die Ecke denken. Ne? So, was sehen die anderen? Was vermuten die? Wo wollen die hin? Was haben die vor? Ne? Und damit muss man ja versuchen, irgendwie dann letzten Endes klarzukommen. So, und das heißt, könnte natürlich so hier sein, dass wir jetzt ab hier direkt nochmal raufziehen. Wenn wir dann nochmal da rauflaufen, dann würde ich die Order löschen. Ansonsten, falls ich abgeholt werde, würde ich nochmal ein paar Punkte mit nach oben laufen. So, aber das ist eigentlich jetzt schon, ne, zu früh, zu weit, lassen wir. So, aber die Überlegung nicht falsch, ne? Also irgendwie, ich habe ja gerade gesagt, VAH sehen auch einige, aber es ist gerade gesprungen, ne? Das heißt, er war genau da dran. Okay, gut. Also. Annahme richtig, aber nicht drin. Okay, kein Problem. So, also genau was ich meinte ist, ne, also hier unten dieses Gap, was er da hier halt hingerissen hat. So, das Ding da. Ne, das sieht halt ja natürlich jeder Blinde. Und da habe ich ja gerade gesagt, das ist das, was der Markt natürlich interessant findet. Wir sind nämlich nicht die Einzigen, die das sehen. So, also ist es auch völlig legitim, wenn er irgendwie ein paar Punkte vorher irgendwo dreht. Und einfach nicht dahin läuft, ja. Das könnte jetzt wiederum zur Folge haben, dass dann einige denken, boah, verdammt, der rennt wieder rauf, ich gehe wieder rein. Die springen dann halt hier oben mit drauf und das ist dann wahrscheinlich die Stelle, wo es wieder runtergeht. Also generell, es klingt halt so ein bisschen vermessen nicht, glaube ich, ne? Aber halt so ein bisschen nach viel, viel Psychologie, aber im Endeffekt ist es ja halt auch nichts anderes, ne? Weil jeder versucht irgendwie reinzukommen und sein Stück vom Kuchen zu schneiden, mitzukriegen und letzten Endes muss man halt für sich dann irgendwie rausfinden oder versuchen irgendwie zu erkennen, was die anderen oder insbesondere die größeren Marktteilnehmer, was die halt sehen, ja, und so ein bisschen gucken, was die vorhaben. Das ist ja eigentlich das ganze Hexenwerk. Und braucht halt ein bisschen Erfahrung, klar, ne, aber manchmal ist es aber halt dann auch doch wieder sehr, sehr einfach. Was wir jetzt halt hier sehen, ist so wieder der Klassiker. Ne? Vorhin hier so der letzte Dip hier auf meiner roten Linie einmal drunter. Jetzt könnte natürlich die Geschichte funktionieren, die ich vorhin gesagt habe, dass ich mich hier unterhalb da nochmal irgendwo long versuche rein zu fuchsen. Und aber jetzt in der zweiten Etappe. Ich hätte es gerne in der ersten gehabt, direkt mit dem M5, mit der, die hier runtergekommen ist, die hätte natürlich direkt oben schließen müssen.
Jetzt haben wir es halt dann eben mit Verzögerung gemacht. Ne? Das ist soweit okay, bis auf die Tatsache, dass ich nicht dabei bin. So, aber ich finde es auch immer ganz gut, wenn ich irgendwie auch sehe, so okay, das ist nicht alles, was du gesagt hast, ist irgendwie Käse. Ne? So, das war natürlich so ein bisschen überschaubar hier eben mit den 10 Punkten, auch von der Positionsgröße natürlich. Naja, aber 2 Plus Trades sind 2 Plus Trades. Und gut ist. Ja, Natalia, also ich schreibe gerade bei einem anderen Broker, wäre das irgendwie nicht sichtbar. Eigentlich immer so ein bisschen für irrelevant, ne? Weil das Ding ist ja, also wir haben hier zumindest bei FXLED halt einfach den Umstand, dass wir hier Futures und CFD haben, ne? Und ich ja auch hier in diesem Chart einmal das Future-Volumen halt habe, als auch das Orderbuch und aber im Hintergrund eben den CFD. Und das heißt, das ist eigentlich so die höchste Verlässlichkeit, die man haben kann, ne? Weil natürlich würden die Kurse hier nicht stimmen, ja, dann könnte ich einen Automaten dafür schreiben, der genau die Abweichungen sucht. Und dann müsste FXLED innerhalb von einem Monat wahrscheinlich Konkurs anmelden oder zumindest der Liquiditätsprovider, weil ich das einfach arbitrieren könnte. Und das heißt, das wäre ja halt eine bomben-idiotensichere Geschichte. Und deswegen kann man davon ausgehen, dass das schon so seine Richtigkeit hat. Auch wenn jetzt der eine oder andere Broker dieses Gap halt nicht hat. Aber Gap ist auch jetzt nicht so wahnsinnig relevant. Ja, eigentlich schon. Also, ja, kann man sehen, wie er will. Ne? So ein kleines Ding hier. So, also. Mal gucken, ob wir hier jetzt noch irgendwas finden. Also, was ja natürlich jetzt einfach deutlich wird, ist, ich mache hier auch mal die 8,6 zweimal rein, damit man die hier eben auch mal sieht. Ich hoffe, es ist nicht zu klein und zu dünn hier. Ich weiß nicht, ob wir es im Future haben. Ich könnte ihn ja mal irgendwie aufmachen, um halt mal zu gucken, also was das Gap da angeht. Oder Florian, kannst du mir das sagen? Ist es im Future auch da, das Gap, oder nicht? Ich muss einmal gucken. Muss ich mich für einloggen? Im Moment. Mach schon mal weiter, ich sag. Ja, wenn nicht, dann warte, ich guck mal irgendwie kurz. Ist ja schnell erledigt. Einfach mal rein und dann sehen wir es doch. Im M1 war das ja nur sichtbar ohnehin. Ne? Mal gucken. So. Ne, das ist tatsächlich auch. Doch, da ist ein Gap, ne? Aber genau andersrum. Na, hier sieht man es. Das ist der YM. Dort ist auch ein Gap, aber wie gesagt, ein anderes. So, dort würde das dann halt hier, ne, sieht man ja an der Stelle, wenn ich zeichne es mal ein. Also natürlich, wenn der Markt so krass schnell ist, ne, also hier ist das Gap im Future. Aber klar, selbst wo ich ja vorhin sagte, hier mit arbitrieren, aber so schnell kann natürlich irgendwie, das ist ja Mikrosekundenbereich, wo das vorher irgendwie da losgelaufen ist, da kann man natürlich auch, könnte man auch mit Arbitrage vermutlich nichts damit anfangen, ja. Weil ich ja halt dann schon irgendwie eine Limit auf der einen Seite brauche und einen Stop auf der anderen. Aber gut, das ist jetzt eh zu viel Theorie. So, das heißt, also hier, wir kämpfen ja gerade im M5, ich mache den mal kurz ein bisschen größer. Versuche jetzt halt hier das Ding nochmal wegzuhebeln. Was hier auffällt, ist halt genau die Stelle, wo es jetzt hochgesprungen ist. Okay. Die 803, ne, weil das halt einfach hier, da ist die letzte Außenstab, ist halt gebrochen worden. Man kann jetzt eigentlich davon ausgehen, wenn die hier schließt, dann rennen wir nochmal ans High. Davon kann man eigentlich fast irgendwie ausgehen. Mal gucken, ob wir das irgendwie gefangen kriegen. Dann würde ich da tatsächlich auch versuchen mitzugehen. Aber eben auch jetzt nicht unbedingt per Stop-Order, sondern halt schon hier auf ein bisschen tieferem Niveau. Mal gucken, ob wir die 803 vielleicht nochmal kriegen. Ein kleiner Rücksetzer dahin. Und von dort dann versuchen, da nochmal an das Tageshoch dann dran zu kommen und dann vielleicht auch weiter oben raus. Mal sehen, ob das gelingt.
Ja, wie ich gerade gesagt habe, ist eigentlich abzusehen, dass wir jetzt nochmal nach oben drücken. Das macht er gerade. Das ist übrigens typisch, ja. Kann man sich mal irgendwie mal merken. Das ist ein relativ sauberes Setup. Ich bin nur kein Freund davon, irgendwie halt so direkt reinzuspringen, aber hätte man hier wirklich machen können und hätte jetzt auch schon wieder 15 Punkte dann in der Tasche. Ja. Okay, war ich halt ein bisschen langsam, aber. Wie gesagt, ich bin auch mal ganz froh drum, wenn ich halt irgendwie, wenn zumindest das, was ich sage, wenn man das dann auch irgendwie sieht, ah, tatsächlich, der macht das ja so, der Markt. Ne? Und weil ich halt eben kein nachträglich Erklärer bin, sondern halt, finde ich halt leider immer auch ziemlich, naja, lassen wir das. Muss halt jeder, der Webinare macht, muss ja selber wissen, was er tut, ne? Aber es ist natürlich einfach, nachher irgendwas zu erklären und Setups. Aber ich habe ja gestern auch wieder in irgendeiner Facebook-Gruppe was gesehen von irgendeinem Typen, irgend so ein Trade dann irgendwie mit Volumen hier und Erklärung da und irgendwie ein einzelner Trade und alles super. Und dann denke ich, und die Leute applaudieren dann, wo ich mir denke, meine Fresse, ja, das ist, mach es live, ja, und dann zeig und dann. Auch nicht nur einmal, sondern mach's 100 Mal oder 1000 Mal und dann sage ich dir, ob du Applaus kriegst oder nicht, weil diese nachträglich einen Trade rauspicken. Ich meine, jeder hat mal irgendwie einen Gewinner-Trade, ja. Also, und kann man natürlich hingehen und sagen, hier, guck mal, habe ich getradet. Ja, toll. Und nu? Ne? Und okay. Und deswegen, so mit nachträglich erklären, finde ich halt immer schwierig. Deswegen bin ich halt, das wollte ich eigentlich damit sagen. Ich bin immer froh drum, auch wenn ich jetzt den Trade hier jetzt gerade nicht habe und jetzt hier gerade mal irgendwie mit 15 Punkten in vorne liege in diesem Webinar, finde ich es aber halt dann eben wichtig trotzdem, dass man halt hier dann auch sieht, okay, der Typ redet zwar viel, ja, aber das, was er erklärt, das stimmt eben auch. Ja, also der Markt macht es ja so. Und das finde ich halt viel, viel wichtiger, aber das hat einen ganz anderen Lerneffekt, wie wenn ich im Nachhinein irgendwas erkläre. Ja, und ich eier auch nicht rum. Ich sage ja auch immer, wenn zum Beispiel mal was daneben geht, so, dann ist halt so, ne? Dann, oder auch wenn ich halt Fehler gemacht habe, dann ist es eben so. Kann ja nicht immer jeder Tag halt gut sein, ne? Und ich finde halt immer, ein Minus-Trade ist kein Fehler, ja. Zum Beispiel. Minus-Trade nicht, aber halt falsch mit dem Markt umzugehen, obwohl man es eigentlich besser weiß, das ist ein Fehler. So, aber das ist ein anderes Thema. So, was machen wir nun? Also hier jetzt reinkommen wird wahrscheinlich schwierig. Ich würde jetzt erstmal die Stunde abwarten, also 15 Uhr, das sind noch irgendwie 2,5 Minuten und würde dann jetzt mal kurz nochmal rübergehen auf das andere Bild und mal gucken, was der Markt jetzt insgesamt da heute vorhat und dann vielleicht auch irgendwie so eher in der längeren Betrachtung, ne? Weil hier komme ich jetzt ohne weiteres nicht mehr rein. Also ein bisschen schade von der Anzahl der Punkte. Ich hätte hier wirklich auch locker 100 mitnehmen können, den da oben nicht so früh rausgenommen hätte. Aber nochmal, was mir so ein bisschen gefehlt hat, war der Trigger einfach, ne? So der, ich habe ja gesagt, eben bei der 861, wenn wir dort eine Reaktion kriegen, gehe ich rein. Da haben wir halt hier gesehen, die Minutenkerze hat da recht genau dran geschlossen. Die nächste drückt runter, also rein. Und das ist zwar nicht viel, ne, was man gesehen hat, man hat es aber gesehen und halt auch hier vor allen Dingen, ne, ist es halt einfach nicht mehr erreicht worden. So, da hätte man ein bisschen irgendwie die Füße stillhalten können. Und weil ich hatte ja vor, ab dort zumindest mal hier unter diesen Bereich zu gehen, das wären halt fast 100 Punkte gewesen, die hätte ich mir eigentlich schon hier eintüten können. Aber gut, ne? Ein paar Punkte sind es gewesen und gemacht hat das auch. Ich habe oben ein bisschen Short und ein bisschen Long, besser als nichts erstmal. Ne? Trotzdem nicht legendär gut, auch klar. So wirklich happy bin ich damit nicht. Hört man auch, glaube ich, raus. Ne? Bin natürlich immer selbst auch mein größter Kritiker. So, ich gehe jetzt mal rüber. Also, was macht der Markt? So, wer hat vorhin, hat da einer geschrieben, bin DAX bei 862 Short gegangen, nach dem Motto, die erste Bewegung ist die falsche. Zur Erinnerung. Bei 862 ist er abgeprallt, eben mit den News. Dann ist er ein bisschen runter. Und wo stehen wir jetzt? 40 Punkte höher. Ja, also,
gutes Beispiel dafür, dass das eben nicht so ist, dass die erste Bewegung die falsche ist. Haben wir hier, glaube ich, ganz eindrucksvoll dann ja auch unter Beweis gestellt, weil hier sind wir gestartet im DAX und da oben irgendwie 100 Punkte höher. Hat er dicht gemacht. Ne? Erste Bewegung die falsche, würde heißen, hier oben ist ein riesenlanger Docht und wir kleben da unten irgendwo. So würde ich es halt interpretieren. Ne? Das kann man jetzt natürlich dann sagen, ja gut, im Daily, vielleicht stehen wir am Schluss nochmal da unten, aber es geht ja darum, um die kurzfristige Betrachtung. Also beziehungsweise wie man den News selber umgeht. Habe ich jetzt die Order eigentlich rausgenommen? Ich muss nochmal eben reingucken. Ja, ist raus. Okay. So, also die 861 im Dow, soweit okay immer noch, ist nicht verletzt, der Markt hat nicht drüber geschlossen, aber generell, ne, habe ich ja gesagt, hier oben, das wäre so das Maximum, was er laufen könnte, um jetzt nicht den Short-Trend dann eben auch kaputt zu machen im H1. Ne? Weil hier oben ist das alles noch soweit okay, weil wenn man einfach mal halt hier so ein paar Linien malt, eine habe ich ja hier schon, ich mache die mal ein bisschen deutlicher, damit man es ein bisschen besser erkennt, was ich hier meine. Ja, geht auch, glaube ich, irgendwie mit einer anderen Farbe. Hier war gerade mein Tisch zu Ende, deswegen hat sich die Maus nicht mehr bewegt. So, ein bisschen dunkler malen das Ding. Das ist natürlich echt hässlich. Aber okay. So, da sieht man halt hier, ne, diese Abwärtsbewegung mal irgendwie ganz grob. Und wenn man das Gebilde hier mal außen vor lässt, ne, dann sind wir jetzt hier einfach erst, noch sind wir da halt korrektiv. So, mehr ist es nicht. So sind wir wieder hier in einer komischen Farbe. Egal. So, dann sind wir halt hier korrektiv und mehr halt noch gar nichts. So, das heißt, wenn wir jetzt halt, selbst wenn wir bis da oben hinlaufen würden, ne, ab da könnte der halt immer noch irgendwie stressfrei den Trend irgendwie intakt halten und könnte dann hier einfach auch nochmal runterfallen. So, und deswegen ist halt hier oben, ne, weil halt die einfach so die letzten Highs halt sind. Ne? Also kann man natürlich jetzt irgendwie noch feiner aufdröseln und sagen, na gut, aber das zählt ja irgendwie auch noch, ne, dass da oben, Quatsch, das man halt mal so sieht, klar. Ne? Also irgendwo da oben, so muss man es eigentlich dann richtigerweise sagen, da sollte dann Schluss sein, wenn das Ganze irgendwie nochmal runter soll. Und das sieht man halt deutlich, woher das kommt. Ne? Kann man den natürlich jetzt hier auch ein bisschen größer zeichnen. Lass dich greifen. Und indem man es halt hier einfach hier oben hinzieht. Ne? Also irgendwo da ist dann halt einfach Feierabend. So, wenn irgendwie, wenn das ganze Ding jetzt nicht noch irgendwie nochmal komplett rauflaufen soll. Weiß man halt nicht. Ne? Trotzdem, hier oben gibt es auch noch ein paar Möglichkeiten, aber ab hier wird es dann halt einfach eng für Short. Ne? Und also jetzt zumindest mal im H1. Da kann jetzt natürlich auch den Trend erstmal kurz umdrehen. Das heißt, also Widerstand kriegen wir auf jeden Fall. Das ist so sicher wie das Amen in der Kirche. So, aber er kann natürlich jetzt trotzdem mal irgendwie das Ding auch mal umdrehen, bis da oben hinlaufen, dann hier ein bisschen rumzackern und dann später wieder runter. Das ist natürlich möglich. Ne? Aber ich sage jetzt halt hier für den ersten Impuls, ab da wird es dann halt irgendwo, sollte es dann irgendwie eng werden. Würde mich sehr, sehr, sehr wundern, wenn nicht. So, was heißt das jetzt für die größere Betrachtung? Ich mache das hier mal alles weg und gucken wir uns das Ganze mal eine Etage höher an. Also er wird wahrscheinlich auch jetzt hier durchgehen, ne? Sieht man ja auch schon. Die 861 ist ja auch nur, war jetzt erstmal nur die nächste Marke hier aus dem Live-Chart und da die halt in der Regel funktionieren, setze ich dann natürlich da auch drauf. Ne? Hier sind wir übrigens, sehe ich ja gerade die 770, die hatte ich ja vorhin auch eingezeichnet. Das ist in etwa das, wovon er hier aus zurückgelaufen ist, hier an das Volumen von vorgestern und ab da zieht es jetzt weiter. So, das war jetzt für mich die 861 nicht das Maximum, es war nur eine temporäre Grenze. Generell kann und soll der Markt höher laufen und soll das jetzt hier auch ruhig ausprobieren, weil wir haben jetzt so viel Schwung hier im Rücken. Ich glaube nicht, dass der jetzt einfach da nach unten fällt und das Ding wieder wegmacht. Glaube ich nicht. Also ich denke eher, hier oben wird es jetzt irgendwie ausgereizt. Und da kommt auch gleich noch die Kasse dazu. Und von daher würde ich da jetzt auch nicht irgendwie Short dagegen halten. Ne? So, ich gucke jetzt hier mal gerade über die Kommentare drüber. Der Werner liebt meinen
Freund, dessen Namen ich nicht verrate, aber ich habe, wo ich gerade was zu den nachträglich Erklärern gesagt habe. So, okay. Also, größere Einschätzung. Daily. Jetzt gehen wir hier mal rüber. Ach, jetzt habe ich es gar nicht aktualisiert, oder? Mal gucken. Sind jetzt die komischen Striche da? Ne, sind nicht da, nur der eine. Gut. Bei den gelben lasse ich mal kurz da drin, der tut jetzt erstmal nicht weh. So, also, Daily, was haben wir da? Also, wir stehen hier unten im DAO in diesem Gap. So, da wollte ich auch gestern hin, habe ich ja gesagt, die 262. Habe aber eigentlich gedacht, der DAX zieht auch so ein bisschen mit, aber da hat auch jemand in der Gruppe geschrieben, von der Korrelation passt es eigentlich nicht zusammen. Da ist der DAX auf 410 und der DAO auf 262. Stimmt. Muss ich zugeben, habe ich irgendwie nicht dran gedacht, aber es stimmt natürlich, ne? Also, aber die 262, das war für mich jetzt auch irgendwie so das Plausibelste gestern. Da sind wir hin und da sind wir abgeprallt. Relativ deutlich, ne? So, und heute, wenn man sich das jetzt mal anguckt, da nichts anderes gemacht, als irgendwie so, ich hoffe, das ist irgendwie groß genug hier, als mal irgendwie, oh, das sieht ja spannend aus, die Eröffnung da in etwa halt von gestern hier unten angetestet und zieht jetzt weiter rauf. Hier über diese ehemalige Supportzone, ne, wo er irgendwie vor ein paar Tagen erstmal dran reagiert hat, die kaufen wir gerade wieder zurück, das macht auch Sinn. Und dann laufen wir wahrscheinlich, so wie ich das sehe, also die 988, die werden wir wohl irgendwie erlegen heute. So sieht das irgendwie schon fast aus, weil wir stecken hier mitten im Mittwoch drin. Sieht für mich eher aus, so hier 32.200, ne? Dass das halt hier heute eigentlich relativ realistisch ist. Und dann vielleicht nächste Woche auch nochmal eine Ecke höher, bevor wir dann übernächste Woche dann wieder nach unten kippen. Das wäre so meine generelle Richtung, also wie ich es schon für relativ wahrscheinlich halte. Also einmal, ne, hier darauf. Heute wäre denkbar, ne, dass er das macht. Also es spricht momentan gerade relativ wenig dagegen. Ich habe ja gesagt, mir fehlt eigentlich auf der Unterseite im DAO, ne, eigentlich so der für einen vernünftigen Long Entry fehlt mir. Auf der anderen Seite, wenn das Ding jetzt aber hier rennt, ja, dann rennt es halt eben halt und dann rennt es halt weiter. Und da brauche ich jetzt nicht irgendwie dagegen zu halten, nur weil ich glaube, da unten fehlt was, sondern das ist jetzt erstmal der laufende Impuls. So, und dessen Grenzen sind relativ klar erkennbar. Im Daily natürlich, immer nur im Daily. Ja? Also wenn es irgendwie wild wird, Daily auspacken und alles andere hat dann Pause. Und da sieht man halt schon ganz deutlich, wo es dann halt eben liegt. Ne? Das ist hier einfach, wir stecken bereits mitten im Mittwoch drin. So, und relevanter Mittwoch war dieses High, nämlich das logischerweise Tageshoch. Das heißt 988, da sind wir auch schon direkt bei der 32.000 sowieso. Das ist auch hier gleichzeitig wiederum dieser Peak. Also das liegt auf der Hand, ja, dass die uns hier gleich jetzt begegnen werden. So, aber der eigentliche Widerstand oder beziehungsweise die Abwärtsbewegung, die dann halt hier am Dienstag kam, ne, dieses lange Ding, was über den Montag auch drüber geht, so, da irgendwo drunter und dann sind wir eigentlich hier in dem Bereich. Also, wo bei mir hier die 32.191 ist, die auch schon ein bisschen länger drin ist, also die ist jetzt nicht jetzt entstanden, ja, sondern ich versuche immer Levels ja auch zu behalten und da gehe ich halt mal ganz stark davon aus, ja, dass er die dann halt eben dann auch erkennen wird. Also entweder 988 und dort kriegen wir jetzt eins auf den Deckel oder wir rennen da durch und rennen direkt bis auf 200 Punkte höher, also 1919, wobei das natürlich auch im Daily nur relevant ist. Das heißt, wir können da auch irgendwie 50 Punkte drüber rennen. Aber dass wir über den Dienstag halt drüber gehen oder auch nur irgendwie dahin auf 300, was ist das, 50 etwa hier oben, glaube ich jetzt eher nicht. Ja, das ist erstmal natürlich eine Annahme, aber das finde ich ein bisschen too much. So, also das heißt, denkbar wäre dann halt eben sowas. So eine Geschichte dann halt, ja, da muss man gucken, wie die sich halt hier irgendwo einpendelt, ja, aber generell, weiter will ich jetzt erstmal noch gar nicht denken, weil ich ja natürlich auch nicht weiß, wie das Ganze dann jetzt tatsächlich endet heute, ne? Und da jetzt so eine Riesenprognose abgeben, weiß ich nicht. Ich habe es im letzten Webinar gemacht,
Da habe ich halt gesagt, in 4 Wochen stehen wir wahrscheinlich genau da und da und da. So, jetzt gucke ich mal, weil da hatte ich nämlich gesagt, wir stehen dort, wo wir stehen. So, was haben wir? Eins, also eins, zwei, drei, vier. Das heißt, das müsste hier in dem Bereich gewesen sein. Der Ansatz war, dass ich gesagt habe, wir rennen nicht durch die Decke durch, ja, und kleben dann da oben irgendwo oder machen ein neues ATH aus. Ich habe gesagt, wir fallen auch wieder runter. Und deswegen gehe ich davon aus, dass wir in dem gleichen Bereich halt stehen. Also in 4 Wochen, also heute, wie gesagt, ich habe es vor wie 4 Wochen gesagt beim Webinar. Und das hat, ja, ich sag mal, insoweit gepasst, dass wir halt nicht darauf gelaufen sind. Wir stehen tatsächlich sogar tiefer. Damit hätte ich nicht gerechnet. Ich hätte nur damit gerechnet, dass wir halt in dem Bereich, das war also der hier, dass wir in dem Bereich dann halt etwa heute nochmal stehen würden. So, da sind wir so ein bisschen drunter. Noch. Ja, heute geht ja die Woche zu Ende. Das heißt, hier oben irgendwo in dem Bereich, da habe ich ja gerade, habe ich ja in Aussicht gestellt. Das heißt, das käme dann sogar noch hin, ja, dass also dieser Bereich etwa gehalten wird, weil ich halt gemeint habe, egal wie es hier aussieht, ne, wir rennen nicht einfach nur durchs Dach, sondern kommen auch wieder runter. Und der Ansatz war mega simpel. Ich habe gesagt, guckt euch mal hier den SMA 20 an. Das Ding fällt, ja, und da versucht er gerade drüber zu krabbeln. So, und dann braucht man nur im Chart mal auf die Suche gehen. Wo gibt es denn einen SMA 20, der fällt? Der Markt rennt einfach durch und läuft weiter. Da wird man ziemlich lange suchen müssen. Im Weekly, also ich habe es nicht gefunden und von daher, ja, hat es halt auch gepasst. Das kann man natürlich sagen, ist ja nur ein SMA, ja, aber es ist halt eben ja nichtsdestotrotz einfach der Durchschnitt der Marktbewegung, also letzten Endes der Trend. Ganz simpel, ne? Nicht mehr, nicht weniger als ein Trend, der einfach gemittelt ist, ohne viel Zickzack und Schnickschnack. So, aber das heißt, hier wird es dann auch drauf ankommen, was man ja hier sieht im Weekly, wenn man es mal eine Nummer größer spinnt, die ganze Geschichte, und dann sieht man ja eindeutig, hier ist der Support. So, wir haben nichts anderes gemacht, als da einmal reingestochen, hier mal kurz das alte Gap, was wir gerade gesehen haben, bei 262, und das war's. So. Und das heißt, wenn der Markt jetzt, der wird auch trotzdem jetzt nicht die nächsten 4 Wochen da oben kleben. Glaube ich auch nicht. Ich glaube eher, dass wir uns hier dann irgendwo in dem Bereich weiterhin aufhalten und uns damit ein bisschen befassen. Es sei denn, ja, wir knallen jetzt halt hier irgendwo mitten rein heute Abend, schließen dann da unten, machen die Woche hier zu. Dann werden wir uns dann eher die Woche drauf hier unten das Tief angucken. Das halte ich dann für sehr wahrscheinlich. Aber hier so mit dem Hämmerchen, der da halt zaubert, finde ich, kann man nicht irgendwie viel vorhersagen. Also ich kann ja nicht wissen, ob wir jetzt wirklich von hier dann bis darunter einfach so durchfallen. Weiß ich doch nicht. Das halte ich für unmöglich, ja. Also bis zu so einem Cluster denken, das funktioniert, aber über ein Cluster hinaus eher nicht. Also klar kann man jetzt sagen, na gut, ja, gucken wir uns mal Corona an. Das müsste hier gewesen sein, das Gap, wo Corona irgendwie, wo der Crash losging. Ja, klar, ist das interessant. Trotzdem weiß ich aber noch nicht, ob halt genügend da an Motivation kommt und den Markt halt eben unten durchzuballern. Das kann ich unmöglich wissen. Von daher will ich mich da auch nicht so weit aus dem Fenster legen und da halt irgendwie was dazu sagen. Was man ja schon sieht, ist, er hat ja dieses Hoch über diesem Gap an der Stelle, ne? Wenn man das mal anguckt hier im Weekly, da sind wir ja schon einmal drauf aufgesetzt. Naja, keine Ahnung, ob das nochmal so sein wird. Klar, fundamental spricht natürlich alles Mögliche dafür. Aber das heißt ja für gewöhnlich auch nichts, ne? Weil irgendwo muss das Geld ja auch hin, wenn es irgendwie zu viel da ist im Überfluss. So, also, das ist meine DAU-Sichtweise. Also keine große Prognose irgendwie für Wochen, Tage oder so. Das funktioniert nicht. Also ich mache es immer dann, wenn es halt wirklich Sinn macht, wenn ich auch guten Gewissens sagen kann, so und so wird es wahrscheinlich sein. Da bin ich da schon ein Freund davon. Aber hier sehe ich es halt irgendwie gerade nicht so wirklich. Ne? So, im DAX kann man es den auch mal noch angucken. Aber der ist echt hier schön sauber gelaufen. Ne? Das ist so, ja. Finde ich dann doch ein bisschen traurig, dass ich mir den nicht noch irgendwie geschnappt habe, da eben long. Und weil der zieht eigentlich sogar sauberer durch da oben als der Dow. Und klar, gut, hier wäre jetzt halt eh, wäre ich aber halt dann auch raus gewesen bei der Stelle. Ne? Also, wenn man hier sieht, das ist halt einfach so der letzte Support, ne, wo der Markt halt irgendwie hier hochgeknattert ist, bis da oben hin.
Ja, also Widerstand, Widerstand, Support und dann doch Verkauf. Deswegen ist das halt hier natürlich, ab da wird es wahrscheinlich schwierig. So, wenn die aber jetzt nach Korrelation laufen, ne, also wenn der DAO irgendwie gleich Flügel kriegen sollte, dann wird der DAX trotzdem auch irgendwie versuchen, auch nochmal hier oben hinzukommen auf die 13.000. Ob er das dann schafft, weiß ich nicht, ne, weil er hat heute schon ganz schön Pulver verschossen hier, finde ich. Also nicht verschossen, sondern der ist halt einfach insgesamt gut gelaufen heute, finde ich. Und ich bin zwar nicht so der große DAX-Freund, aber ich habe ihn heute ja auch gehandelt. Wie gesagt, gleich um 9 Uhr hat er mich was gekostet und danach aber habe ich es wieder reingeholt. Aber der hat es einfach echt sauber gemacht. Also ich hatte auch gestern da einen Long Trade hier ab der 665 und da ist ja auch irgendwas bei rausgekommen. Ich glaube 90 Punkte oder so. Und hätte man natürlich auch lassen können. Auch der Quatsch ist ja nach Kassaschluss nochmal rauf. So grundsätzlich Long-Richtung, es passt auch. Und vor allen Dingen, der hat es halt viel sauberer gemacht hier eigentlich mit diesem Ausbruch. Nämlich, dass der halt hier an der Stelle, ja, hier sieht man Widerstand, durchgelaufen bis zum nächsten Widerstand. Die 785, die war gestern noch rot und läuft dann aber genau wieder hier hin. So, setzt da sauber auf und rennt dann durchs Dach. Was ist sauber? Das hat der DAO nicht so sauber gemacht. Und von daher hat der DAX aber auch, was ich damit sagen will, ist erstmal gerade gar keinen Grund runterzukommen. Ne? Grundfundamental hat er Tausende. Ja, Energiekosten Deutschland und so weiter und so fort. Aber hey, wen interessieren denn schon Tatsachen, ne? An der Börse? So. Also, ich gucke nochmal ganz kurz rüber. Und bevor das jetzt irgendwie zu langatmig wird, weil ich ja hier auch ich kriege hier keinen Trade mehr rein. Ne? Die Richtung stimmt, da wollte ich hin. Und hier sieht man auch wieder schön, über 862, guck ich das mal einer an. Ne? Sauber angenommen. Dran geschlossen, drauf geschlossen und dann weiter rauf. Aber ich weiß, wir sind zu sehr mit Erklären beschäftigt, aber generell passt das. Ne? Also die Laufrichtung stimmt erstmal, aber ich komme halt hier nicht rein jetzt. Ne? Und Short dagegen halten, why? Warum? Ne? Also ich würde, hier fragt auch irgendwie der Stefan, long reinspringen, würdest du jetzt nicht? Ich würde eher long reinspringen, als Short dagegen zu halten. Sagen wir es mal so. Weil Short dagegen halten ist nichts anderes als reinspringen in die falsche Richtung. Weil man irgendwie vermutet, oh, da ist jetzt was, da muss der reagieren. Genauso könnte ich auch sagen, ja, der drückt nach oben, der will rauf, also muss er rauf. Also dann, wie gesagt, eher gar noch long. Aber es ist auf keinen Fall eine Empfehlung. Ne? Das musst du natürlich selber entscheiden. Und aber halte ich trotzdem für erfolgsversprechender als Short jetzt erstmal. Man sieht ja, es läuft ja nur in eine Richtung komplett hier. Ne? Ja, geht ja gar nichts. Guck mal, hier unser Long, ne? Alter Schwede. Also, wo war der? Ne, hier war der, ne? Aber hier unten wäre schon gut gewesen. Naja, aber gut. Also, Fazit von der ganzen Geschichte hier. Ein bisschen was gehandelt, irgendwie Markt erklärt. Hat, glaube ich, mal so ziemlich alles gestimmt. Und Punkte ein bisschen wenig mitgenommen, aber ja, ein bisschen früh geschlossen. Also den Shorty zumindest, der Long, das war schon richtig so. Aber ich muss ja halt hier immer auch so ein bisschen Mix finden, irgendwie zu erklären, warum, weshalb, wieso der Markt so läuft, wo er hinläuft, warum und so weiter und so fort, beziehungsweise warum es Sinn macht, ist so zu sehen, besser gesagt, nicht warum der Markt das macht. Und von daher ist es ganz okay. Ne? Also irgendwie, das waren dann so leider irgendwie tatsächlich nur 15 Punkte. Aber gut. Vielleicht hat ja der eine oder andere ein bisschen mehr draus gemacht und dachte sich so, ja, lass den Hilger mal labern und alles, danke für die Erklärung. Und wenn der kein Geld verdienen will, dann mache ich das. Völlig in Ordnung für mich. So, dann bedanke ich mich an der Stelle fürs zahlreiche Dabeisein. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Und ja, wünsche ein schönes Wochenende. Wir sehen uns, glaube ich, am Dienstag wieder im Live-Trading, Dienstagmorgen. Und von daher passt einfach euch auf, habt eine gute Zeit am Wochenende und ich freue mich für jeden Einzelnen natürlich, der dann am Dienstagmorgen auch da ist und mir eine Tasse Kaffee virtuellerseits mitbringt. Letztes Wort hat der Flo. Sag mal. Die Tasse Kaffee bringe ich dir dann. Am Dienstagmorgen bringe ich dir dann deine virtuelle Tasse Kaffee mit. Ja, sehr schön. Gut, also du hast das letzte Wort. Ich danke dir auch für deine Geduld.
Alles cool. Ich danke dir. Danke auch an die Teilnehmer. Von daher, schönes Wochenende. Trotzdem auf die Positionen aufpassen und immer gesund bleiben. Ja, dann sehen wir uns, Dirk, und natürlich so viele Teilnehmer wie möglich. Dann am Dienstagmorgen. Bis dahin. Ciao, ciao.